Nein, 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 nein. Ding, 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 ding. Oh, scheiße. Nein! Danke. Das ist gar nicht der Ausgang. Ach du Scheißendreck. Ja, ich, wie gesagt, ich wollte das eigentlich noch gar nicht annehmen. Ich wollte den eigentlich noch gar nicht annehmen, den Auftrag. Ich würde den schon noch mal gerne zum Telefon erstmal gehen wollen. Wenigstens noch einmal was Ruhiges machen. Aber ich gucke noch mal ganz kurz auf Black Bay. Wegen dem Whisky. Zeig mal. Amerikanischer Whisky. Ist aber auf jeden Fall nicht, okay, ist nicht markiert. Okay. Amerikanischer Whisky, Zahnbürste. Wir packen das erstmal hier rein, ne? Tuschlampe, Graffiti-Tablet. Ach, Grafik-Tablet. Graffiti-Tablet, mhm. Vintage-Schreibmaschine, Holzdekor, Leuchte, Radpfanne, Scope. Passt. Okay. Oder? Also ich, vielleicht macht es auch keinen Sinn, da nachts reinzugehen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist es ja Tag. Wir starten ihn jetzt nochmal neu. Dann machen wir das doch jetzt. Fertig. Muss ja natürlich gut drauf achten, was Kameras angeht, ne? Die Leute müssten wohl auch alle denn auch... Was ist das für ein Typ? Tagsüber ist natürlich sehr viel Verkehr hier, oder? Ist das... Ein Sicherheitsmann wird es wohl nicht sein, ne? Ich weiß nicht, wie schnell die einen hier sehen. Gottes Willen. Ich glaube, wäre sinnvoll, hier ein Fernglas zu haben, ne? Wenn wir hier wieder rausgehen sollten, dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein Fernglas. Allein was Kameras angeht. Das ist auf jeden Fall ein Sicherheitsmann. Die Routen haben wir ja alle. Dahin ist, glaube ich, eine Kamera. Das ist eine andere Nummer hier, ne? Der ist dahinter, ne? Der ist draußen. Bis um 10. Der müsste jetzt gleich eigentlich wieder weggehen da. Und müsste dann reingehen. Da ist einer. Ich kann den Golfwagen auch...
kann den Golfwagen auch klauen. Ach so, stimmt, hast recht, danke. Danke. Dass die mich hier nicht erkennen, wenn ich einbreche. Grüß dich, Luvoxmod, grüß dich. Danke für den Hinweis. Ich fand das damals so witzig irgendwie mit dem grünen, der grünen Staubmaske. Ich müsste jetzt noch so Snickers haben und den so rein und raus aus dem Mund machen, das Snickers. Antike Wanduhr. Ich soll ja aber Ohrringe, ne? Wir müssen erstmal abchecken, wo die Ohrringe sind. Jemand noch im Haus 2C in einem Schließfach. Wow, 2C ist aber ganz hinten. Okay. Mir fehlt hier ein bisschen so die dramatische Musik. Ist relativ ruhig eigentlich, ne? Gut, das Grundstück ist groß. Dafür sind es halt auch nur 7 Leute, die hier rumrennen. Ist es das? Das ist es da hinten, das ist es. Also ich wäre schon gerne vor Dunkelheit da drin. Was jetzt? Was ist das für ein Fake? Komme ich hier noch drum? Na. Hä? Da ist auch eine Kamera. Da müssen wir rein, oder? Jo. In 2C müssen wir. 2C Wohnzimmer. Okay, die Kamera kann uns relativ sein. Aber wann ist er denn mal nicht im Wohnzimmer, frage ich mich. Da ist er in der Sicherheitskabine. Wir müssen warten. Bis 23 Uhr, dann geht der Rückzugsbereich 2 Sicherheitskabine. Rückzugsbereich, Rückzugsbereich 2, Rückzugsbereich 3. Wir müssen warten bis 23 Uhr tatsächlich. Aber wir brauchen ja auch für Schließfach noch dieses Dings, ne? Und das ist ja hier irgendwo verbuddelt und darum geht es ja jetzt eigentlich erstmal. Da ist auf jeden Fall was verbuddelt. Ich glaube, ich brauche für den Schließer erstmal den Schlüssel, ne?
glaube, ich muss, weil es stand ja irgendwo auf dem Resort, hat er das verbuddelt. Also, es bringt mir eigentlich gar nichts, da reinzugehen, weil ich die Schlüssel nicht habe. Ich muss den ganzen Resort erstmal hier, Resort erstmal abklappern. Nach dem Schlüssel. Wir machen so lange, bis dunkel wird und dann versuchen wir wieder rauszugehen erstmal. Dann kann man ja zwischendurch mal was anderes machen, so nach und nach. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall den Schlüssel. Und vielleicht, ah, da vorne ist wieder was zum Buddeln. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie was. Hallo Rafus, grüß dich. Oha, Mo, Spanisch, glaube ich, gar keinen Bock. Was hast du für ein Gefühl? Schachbrett. Wir müssen hier auch querfeld gehen, ne? Weil die Schaufeln, die ploppen halt nur auf, wenn wir nah genug dran sind. Wir müssen hier ein bisschen querfeld gehen. Oh oh. Oh oh. Kopf ist aktuell nur mit der Stimme anwesend. Oh, hier, siehst du, habe ich vorhin übersehen. Wir werden bestimmt das ein oder andere Mal noch erwischt werden hier. Nein, 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 nein. Okay, wir haben wenigstens schon mal ein bisschen gebuddelt. Schachbrett hatten wir gefunden, USB-Stick hatten wir gefunden. Das verticken wir direkt mal. Man kann ja hier nichts hinstellen, ne? Ne, man kann nur fallen lassen. Ich würde hier gerne eine Zahnbürste hinstellen, eine geklaute. Mann, oh. Hat man hier noch was drin? Ne. Aber hier war noch was drin, glaube ich, ne? Wenn es gut wird, eine 3, sagst du? Hm. Ja, okay. Habe ich mich auch mal drüber gefreut. Achso, Black Bear erstmal gucken. Nein. Nee. USB-Stick haben wir. Sehr gut. Kann irgendwas. Stethoskop kann noch mit. Hier tut auch noch was, ne? Nee. Okay. 108 kann ich immer noch nicht wegpacken. Gibt's doch nicht. Na gut. Dann bringen wir mal die Scheiße weg und düsen mal zum Telefon. Gestohlen. Oh, eine Sache noch stehlen. Okay, dann haben wir das auch. Halt. So, ich zähle das hier auch mit dazu. Nee, das zählt nicht. Das ist ja nicht stehen. Das ist ja finden.
So. Schreibt uns Joe wieder an. Are you crazy? Hm. $500? Boah. Okay, das geht schneller, wenn ich es selber klicke. Das ist ja doof. Ich will hier nicht hacken. Viel Geld einzahlen. Na gut, okay, dann ab zum Telefon. Wir lassen das Auto mal hier oben stehen. Vielleicht nicht damit. Ach so, kaufen kann ich ja unterwegs kein Fernglas, glaube ich, ne? Und auf Schaufeln achten. Gucken, vielleicht klingelt es ja auch gar nicht. Wo ist es? Okay. You seem to be into it. Good. There's another one. A bit quicker this time. They'll grab it like there's nothing else to grab. Stiehle unbemerkt den markierten Gegenstand von 100 Dry. Aber ist der in der Wohnung oder außerhalb? Das ging relativ zügig. Wer lässt auch bitte seine Brieftasche draußen? Na gut, wenn du sie vergessen hast. Okay. Müssen wir auf jeden Fall wieder nach Hause. Fotos hatten wir auch gleich, können wir gleich nochmal durchgucken dann, aber ich glaube, war alles durch. Die Nummer. Lederbrieftasche. Ach so. Aber, ja. Nein. Hä? Ach so, das war schon direkt sofort. Ach so, okay, gut. Zahlen wir ein bisschen was ein hier. Das machen wir später nochmal. Hatten wir schon mal versucht. Hier verdiene ich 4000. Das klicken wir einfach mal mit an.
Glasschneider, Mikrokamera. Ah, Fernglas. Wahrnehmungsstufe 2. Stufe 2, erforderliche Stufe 10. Ich will da erst wieder drauf, wenn wir ein Fernglas haben. Das macht mehr Sinn. Fehlt aber auch nicht mehr viel. Sollten wir denn auch bald haben? Welche? Ne, Klassenfahrt ging hier nichts durch. Oh, wow. Hey, das ist aber selten, dass hier mal was nicht durchgeht eigentlich. Wie sieht denn das hier aus bei 100 Dry? Wieso kann man da? Ich kaufe das gerade mal. Vielleicht ist es sinnlos, dass ich das jetzt kaufe auf 100 Dry. Das ist ja auch alles nicht so teuer. Eine Kamera im Safe des Schlafzimmers. Ein Projektor in der Schublade im Schlafzimmer. Es gibt eine akustische. Geräuschsensor, der Lautstärkegeräusche erkennt. Oha, im Garten ist eine Kamera. Im Inneren befindet sich ein Netzschalter. Schaltet die Kamera aus. Du kannst über einen Leiter im Hintergarten eintreten. Mhm. Ach, das kennen wir ja. Genau, es hat mein Zweiteil. Das kann natürlich auch sein. Oh, der Dino Dance ist wieder am Start. Dino Dance, Dino Dance. Dino Dance, Dino. Okay, wir müssen zum Safe auf jeden Fall. 100 Dry. Ich soll 460 Euro für eine Klassenfahrt bezahlen. 4 Nächte in Dresden in einer Jugendherberge. Die Jugendherberge kostet insgesamt 150 Euro. Mein Lehrer will, dass wir mit dem Bus fahren. Dieser soll auch die insgesamt 5 Tage bereitstehen, damit wir an einem Tag auch mal außerhalb von Dresden sind. Der Bus kostet für jeden Schüler um die 250 Euro mehr. Nur wenn mein Lehrer nicht mit dem Zug fahren will. Hin und zurück mit dem Zug kostet 100 Euro. Tut mir leid, aber für 460 Euro gehe ich lieber mit meiner Mutter für 2 Nächte nach Amsterdam oder kaufe mir eine PS5. Habe ich mehr von. Also 460 Euro für 4 Nächte Dresden, Jugendherberge, hätte ich auch keinen Bock. Nein, definitiv nicht. Okay, warum habe ich die immer noch auf Tasche, die Tasche? Müssen wir nochmal zu Hause gucken dann. Nein, also da würde mir auch Besseres einfallen. Da kannst du erstmal schön 3 Nächte nach Berlin für fahren. Mit Spritkosten und Hotel. Und bist alleine und dir geht keiner auf den Sack.